Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Stimme hört sich irgendwie heute ein bisschen weird an. Ich drehe heute jetzt einfach spontan einen Vlog. Ich lag gerade auf meiner Terrasse, wir haben jetzt 1 Uhr, es ist Sonntag. Ich lag auf meiner Terrasse und war so, ich mache heute den ganzen Tag nichts, werde mein Buch lesen. Und dann saß ich da und habe meine Instagram-Story gemacht und war so, eigentlich würde ich voll gerne mal wieder so ein Vermutungsvideo drehen, bla bla. Und dann war ich so, okay, aber das drehe ich heute nicht, weil ich will mich heute mal nicht schminken. Ich will heute einfach mal natural bleiben und wirklich nicht so eine Hack-Mack-Action machen. Und war ich so, ich habe lang keinen Vlog mehr gedreht. Und dann war ich so, ja, was soll ich denn heute drehen? Und dann lag ich da so in meinem Bikini und ich war so, eigentlich war es mir vor ein paar Wochen ziemlich unangenehm, im Bikini zu liegen und jetzt nicht mehr. Also klar, hier ist gerade keiner. Aber vor ein paar Wochen war ich so, boah, ich will auf gar keinen Fall an den See gehen oder ins Schwimmbad gehen. Kein Bock, im Bikini da zu liegen und so weiter. Und jeder kann mich anschauen und so. Und jetzt lag ich da und war so, eigentlich fühle ich mich ganz nice. Und dann war ich so, wie wäre es, wenn ich heute einfach mal einen Vlog drehe, zeige, was ich esse, weil ich im Moment ein bisschen strikter esse und einfach so ein bisschen auch über meine Confidence rede, was Bikinis betrifft und also im Bikini zu sein. Heute einfach ein extrem entspannter Vlog. Ich gehe später noch spazieren mit Sophie, dann nehme ich euch auf jeden Fall auch wieder mit. Hoffentlich verlaufen wir uns dieses Mal nicht. Ja, weil ihr meine Vlogs so feiert, dachte ich, mache ich das heute einfach mal. Also es hat ja super funktioniert mit nichts machen. Ich bin einfach nicht gut da drin, nichts zu machen, auch wenn es wirklich oft so rüberkommt, als würde ich nichts machen. Ich mache leider sehr viel und gebe mir selber leider nicht so viel Zeit, um durchzuatmen und so, aber das wird sich jetzt ändern. Genau, ich habe hier Blumen, die sind halbtot. Ja, von dem Naked Team zu meinem Naked Launch. Also die sind schon ein bisschen alt. Ich habe diesen Bikini an. Der ist von O Polly. Oberteil in L, Unterteil in M. Soll ich mal was zeigen? Seht ihr das? Das ist ein fetter blauer Fleck. Ja, love that for me. Ich habe gestern so reingehauen. Ich habe mir das Video von Julia, also X-Letter, angeschaut, wo sie 10.000 Kalorien isst. Und ich habe so Bock bekommen. Ich saß dann da um 1:30 nachts, habe ein Baguette gegessen mit Butter und dann Honig drüber. Komplett gestört, habe ein halbes Baguette gegessen, saß dann, habe da die ganze Zeit das mir geschmiert und gegessen und ich habe gar nicht realisiert, wie viel ich gegessen habe. Ich war so, bruh. Ich will später auf jeden Fall auch mal dieses Feuerrot-Dings-Bums da ausprobieren. Das hat mir die Shirin von Sephora zugeschickt und ich hatte bisher noch irgendwie gar keine Zeit, das auszuprobieren. Und ja, was gibt's noch zum Updaten? Ich habe mir gestern eine Festplatte gekauft. Endlich eine gute. Ich habe die bei Ishtar gesehen in der Story, dass sie die voll gerne benutzt, weil die auch so robust ist. Und ich habe ja nur Probleme mit meinen Speicherfestplatten. Deswegen habe ich auch in letzter Zeit nicht so viel hochgeladen, weil ich mit dem Speicher echt so struggle. Ich muss die ganze Zeit Sachen auf meinem Laptop löschen, um das Video zu schneiden. Und da sind wichtige Dokumente drauf, die ich nicht löschen kann und so, wisst ihr. Und dann hatte ich nie Bock, mein Video zu schneiden, weil es echt die ganze Zeit so ein Hack-Mack war. Aber jetzt habe ich endlich 5 Terabyte. Ich werde das auch wahrscheinlich dann heute auch irgendwie in Angriff nehmen und das alles rüberspielen. Ich muss heute auch noch was für die Steuern machen. Was habe ich mir eigentlich eingebildet? So, nichts machen. Lol. Funktioniert ja. 1A mit Sonne. Ich trinke jetzt hier mein Wasser gleich aus, lege mich nochmal kurz auf die Terrasse, bin nochmal ein bisschen am Handy, dann fülle ich mein Wasser auf, dann lese ich mein Buch. Das will ich heute echt machen. Ich will heute echt anfangen, mein Buch zu lesen. Ich zeige euch später, was für ein Buch und wie ich es finde. Das hier sind übrigens ein paar Kleider aus meinem Haul, den ich für Boohoo gemacht habe. Also ich verlinke euch das Video einfach mal. So sieht das Video aus. Das verlinke ich euch gerne am Ende nochmal. Und ja, da sind super schöne Teile dabei. Ich habe dazu offen und ehrlich meine Meinung gesagt, wie die Qualität ist, wie der Sitz ist. Das sind einfach, auf den ersten Blick sind die einfach alle so wunderschön. Ich habe euch jetzt ein bisschen aufgeladen und ich bin ganz gut dabei, das Buch zu lesen. Ich habe jetzt auch meinen Sonnenschirm aufgemacht. Ich lese nämlich gerade Das Café am Rande der Welt. Ich weiß nicht, ist das Licht hier gut? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht so. Ich lese gerade Das Café am Rande der Welt. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und ich bin im Moment extrem durcheinander durch den Wind und weiß nicht wirklich, wo oben und unten ist. Ich struggle mit mir selber im Moment halt ziemlich viel. Jetzt nicht, was meinen Körper betrifft, sondern so ich als Mensch. Ich glaube, wir haben alle mal irgendwann so eine Phase, wo wir zu überlegen, was wir gerade machen, ob es das Richtige ist, was wir machen. Wir sind zu konzentriert in
Sachen, die eigentlich gar keinen Sinn haben, die einfach total sinnlos sind und eigentlich nur unsere Zeit verschwenden und so. Ich habe jetzt so ein paar kleine Tipps oder Tricks, die ich im Moment jetzt so mache, um einfach so einen klaren Kopf zu kriegen. Ich muss kurz meine Haare richten. Mein erster Schritt war jetzt mehr zu lesen. Also ich habe mir dieses Buch bei Amazon bestellt. Ich habe Amazon Prime und es war direkt am nächsten Tag da. Also ich liebe das. Meine Mom kam auch gerade hoch und hat mir... Moment. Obst. Sie hat mir Obst vorbeigebracht. Sehr cute of her gewesen, weil meine Eltern kommen nie hier hoch, weil die eigentlich immer zu faul sind, hochzulaufen. Und die meinte so, Caro, wir haben sogar das Buch. Und ich war so, echt? Und sie so, wieso liest du das? Und ich war so, I don't freaking know. Well, I know, but... Ja. Ich lese gerade das Buch. Ich bin jetzt bei Seite 60. Das Buch hat 120 Seiten. Also ich werde es heute, denke ich mal, komplett killen. Dann fühle ich mich auf jeden Fall schon mal besser. Ich will mehr in der Natur sein. Das heißt, wenn ich jetzt ins Gym gehe oder so, ich will da mehr hinlaufen, spazieren gehen. Habe ich ja schon öfters gesagt, dass ich das jetzt auch mehr machen will. Heute gehe ich ja mit Sophie noch spazieren. Und mehr frischeres Essen zu essen. Fällt mir auch sehr schwer. Wie ich mit meinem Deep Talk anfange wegen meiner Figur und wie man selbstbewusst ist in einem Bikini und so. Aber ich denke, ich mache das später. Wollte euch nur ein kleines Update geben zu dem Buch. Bisher finde ich das mega, mega, mega krass. Vor allem, ich finde, es ist so gut geschrieben, so, dass man sich voll so in die Situation reinversetzen kann. Und was ich auch mag, dass es nicht so lang ist, weil ich finde, dicke Bücher, die verunsichern mich total und überfordern mich auch so ein bisschen, weil ich nur so denke, boah, so lange. Bei so kleinen Büchern ist es irgendwie cool und da sind auch so Bilder drin und so. Ich bin wie ein Kind. Und ich finde es eigentlich ganz schön, so eine Abwechslung, wenn man die ganze Zeit liest, um sich das einfach so ein bisschen alles bildlich da vorzustellen und so. Und kann ich das Buch gerne mal unten verlinken. Ich werde jetzt weiter ein bisschen lesen, ein bisschen essen und auf jeden Fall meine Flasche killen. Ich habe heute echt noch nicht so viel getrunken und ich trinke ja meistens 2 von denen, also so 4 Liter. Versuche ich mich immer daran zu halten und ja, genieße noch ein bisschen das Wetter. Ich glaube, ich lege mich auch gleich noch mal ein bisschen in die Sonne, damit ich ein bisschen brown werde. Aber ich finde, ich kann in der Sonne nicht so gut lesen, weil ich dann die ganze Zeit so mache und dann kriege ich Falten und dann, ja, shit. Ich habe mich jetzt mal reingesetzt, einfach weil ich wirklich jetzt schon den ganzen Tag draußen saß und gelesen habe. Ich bin fast fertig mit dem Buch. Ich bin jetzt bei Kapitel 11. Mir fehlen jetzt noch so 30 Seiten ungefähr. Aber ich will jetzt wirklich nicht mehr lesen. Also es reicht mir jetzt auch langsam. Deswegen dachte ich, dass ich mir das einfach aufhebe, um es morgen zu lesen. Und ich werde auch gleich nochmal bei Amazon gucken, ob ich mir ein anderes Buch bestelle, weil... Wie gesagt, ich bin damit halt morgen durch. Und ich möchte halt weiter mehr lesen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wieso auch dieses Video überhaupt entsteht. Wie fühle ich mich confident, selbstbewusst in einem Bikini? Und jetzt mal Real Talk. Ich fühle mich auch nicht 100% so confident, wenn ich irgendwo am Strand liege oder an einem See liege. Vor allem, wenn männliche Freunde von mir dabei sind oder mein Crush oder mein... Freund oder was auch immer. Also damals, also jetzt nicht, dass ich jetzt einen Crush oder einen Freund habe, aber so allgemein. Zum Beispiel damals, als ich noch in einer Beziehung war, da wusste ich, okay, mein Freund, der akzeptiert mich so, wie ich bin. Aber mir ging es auch gar nicht darum, was andere Leute über mich denken, sondern mir ging es eher darum, wie ich mich fühle. Also selbst wenn mein Freund da war, meine Familie da war und ich wusste, die judgen nicht über mich oder meine Freunde, war es trotzdem so, ich weiß nicht, ich fühle mich so uncomfortable irgendwie. Ding ist halt einfach nur, dass jeder dieses uncomfortable struggle oder man fühlt sich nicht so 100% so hot in seinem Body. Dieses Gefühl hat jeder. Egal ob ein Junge oder ein Mädchen, egal wie alt, egal wie die Person aussieht. Es ist wirklich egal. Jeder hat dieses Gefühl und jeder, der mir sagt, ich habe das nicht... Das Ding ist halt, wie oft fühlen wir uns so oder wie sehr lassen wir dieses Gefühl an uns ran? Ich sage auch nicht, dass jeder in diesem Selbstmitleid versinkt oder so, sondern ich sage, dass jeder auch mal dieses Gefühl hatte oder jeder mal so ein bisschen struggelt halt einfach. Für mich ist es so, dass ich die meiste Zeit, wenn ich am Strand bin, eigentlich gar nicht so darüber nachdenke, wie ich jetzt gerade aussehe oder so. Sondern ich fühle mich so in den ersten 5 Minuten so ein bisschen so, feiere ich jetzt nicht so unnormal. Weil ich halt auch weiß, so okay, ich habe mir gerade die Boobs machen lassen, das ist halt auch... dass da halt jeder drauf schaut. Ist jetzt auch nicht schlimm, dass da jeder drauf schaut oder so, weil ich schaue auch gerne Brüste an oder so. Brüste sind ja auch schön und wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, einfach zu akzeptieren, dass ich niemals an diesen Punkt kommen werde, wo ich denke, dass jetzt bin ich perfekt.
Denn wenn ich an diesen Punkt komme, denke ich schon viel weiter und bin so, nee, ich muss noch das und das verändern, damit ich jetzt perfekt bin oder damit ich mich wohlfühle. Denn ich habe jetzt einfach damit angefangen, mich einfach jetzt zu akzeptieren und jetzt happy zu sein und mich jetzt perfekt zu finden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe. Es greift auch so ein bisschen das an, was in diesem Buch ist. Es bringt nichts, immer nach was Besserem zu streben und zu denken, wenn das und das ist, dann bin ich happy. Und wenn das und das ist, dann bin ich confident. Denn eher jetzt zu überlegen, ich fühle mich jetzt super wohl oder ich mag mich jetzt, wie ich bin, ist halt... Oh, ich weiß nicht, ob ich das richtig gut erklären kann, weil ich bin echt nicht gut im Erklären, Leute, ne? Aber mir ist echt auch echt heiß. Ich weiß, viele strugglen so von wegen, was denken andere Leute über mich. Und ich sage jedes Mal, es ist komplett egal, was andere Leute über einen denken. Solange du mit dir im Reinen bist, ist das, was zählt. Denn dann sagen Leute, okay, aber ich bin nicht mit mir im Reinen. Wie mache ich das denn? Tja, wenn es so eine einfache Antwort geben würde, ich glaube, dann würden wir alle nach diesem Prinzip leben. Weil ich zum Beispiel struggle. Gehen wir jetzt mal komplett auf mich ein. Wenn ich zum Beispiel struggle und, keine Ahnung, ich habe irgendwie 3 Tage lang extrem scheiße gegessen und ich habe eine kleine Wölbung an meinem Bauch und ich fühle mich unwohl, mein Gesicht ist aufgequollen, ich habe Wassereinlagerung und so weiter. Und ich dann an den Strand muss, wohl oder übel. Also ich kann ja immer noch selbst entscheiden, aber ich will an den Strand, ich will jetzt auch nicht zu Hause die ganze Zeit gammeln. Dann denke ich mir so, okay, ist jetzt doof so, aber im Endeffekt interessiert es keine Sau, die an diesem Strand ist oder die an diesem See ist, ob ich jetzt 3 Tage zu viel gegessen habe oder nicht. Und die Leute, mit denen du bist, die interessiert das auch nicht. Und wenn du mit Leuten chillst, die das interessiert, dann sind es die falschen Leute. Mir hilft es auch eigentlich ganz gut, immer wenn ich daran denke, was mag ich an meinem Körper? Was finde ich gut? Und nicht daran denke, was finde ich scheiße. Weil wenn ich die ganze Zeit darauf fokussiere, was ich scheiße finde oder was ich doof finde, dann vergesse ich alles Positive und fokussiere mich nur auf die negativen Sachen. Natürlich sollte man die Sachen, die man jetzt verbessern möchte, nicht komplett außen vor lassen, weil sonst kann man ja gar nicht an sich arbeiten, sonst würde man ja einfach nur vor sich hin vegetieren, so praktisch. Zähl auf, was du gut an dir findest. Ich nenne jetzt mal 3 Sachen, die ich an mir gut finde. Ich mag mein Gesicht, also alles, was in meinem Gesicht ist. Ich mag meine Boobs. Und ich mag meine Hände. Nenn jetzt 3 Sachen auf, die du an dir magst. Du kannst sie in die Kommentare schreiben, damit du sie geschrieben hast. Du kannst sie auf dem Blatt schreiben, damit du es aufschreibst. Oder du kannst an dir einfach nur denken in deinem Kopf, wie du möchtest. An diese 3 Sachen solltest du dich festhalten. Das ist ganz menschlich, dass man jetzt dann denkt, okay, welche 3 Sachen finde ich jetzt doof? Oder welche 3 Sachen finde ich jetzt scheiße? Oder mag ich nicht an mir? Oder sind die Sachen, die mich jetzt am meisten stören? Ist auch gut, dass du das realisierst, was dich wirklich stört, aber es ist wichtig, dass du nicht an die Sachen fokussierst, weil wenn du daran die ganze Zeit denkst, dann wirst du niemals von diesem negativen Kreis wegkommen. Auch wenn du zum Beispiel an einem See bist und du siehst zum Beispiel einen Typen, den du jetzt nicht so attraktiv findest, ne? Und sagst, okay, den finde ich jetzt nicht so hübsch. Denk da gar nicht dran. Denk gar nicht dran und denk nicht daran, okay, ich finde die Person jetzt nicht so hübsch oder die hat jetzt nicht so einen schönen Bauch oder nicht so einen trainierten Körper. Und genauso wie bei Mädels. Weil wenn du daran denkst, boah, die Figur von dem Mädel finde ich jetzt nicht so toll, dann bist du kein Stück besser. Dann bist du genau die Person, vor der du praktisch Angst hast. Ich mache das nämlich gar nicht mehr. Ich judge überhaupt nicht mehr, wenn ich da ein Mädel sehe oder sowas. Solange die mich nicht irgendwie angreift oder so, mache ich einfach gar nichts. Weißt du, was ich meine? Wenn ich nichts Positives zu sagen habe, sage ich nichts. Wenn ich jemanden sehr hübsch finde oder attraktiv finde, dann sage ich das. Das sind so Mini-Sachen, die ich mittlerweile mache. Also wenn ich zum Beispiel Mädel auf der Straße sehe, in einem Einkaufszentrum. Das passiert jetzt auch nicht jedes Mal. Und ich mache das nicht jedes Mal, wenn ich rausgehe, weil ich bin nicht perfekt. Aber ab und zu mache ich das schon, wenn ich so ein Mädel sehe und ich sage, boah, ich liebe deine Haare. Sehen mega, mega geil aus. So, wisst ihr, was ich meine? So Sachen. Du veränderst nicht nur den Tag von anderen Leuten, sondern du veränderst dich auch selbst damit. Ansonsten, wie fühlt man sich comfortable in einem Bikini? Ein Bikini zu tragen, in dem du dich comfortable fühlst. Du solltest keinen extrem, knappen Bikini tragen, wenn du ihn nicht tragen möchtest. Und du solltest zum Beispiel, wenn du jetzt nicht so geil drauf bist, deinen Bauch zu exposen, trag ein High-Waisted Bikini. Damit fühlst du dich viel wohler. Die sehen auch mega nice aus. Es gibt mega schöne. Im Laden habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen, obwohl ich bei H&M eigentlich ganz nice fand. So. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch nicht so die ganze Zeit... wenn du zum Beispiel sitzt und isst und du willst nicht sitzen, weil du dich dann unwohl fühlst, hol dir so ein Überziehkleid. Ich habe zum Beispiel das hier an, von Naked. Das nehme ich auch mit zum Beispiel an den See, weil ich auch keinen Bock habe, immer so komplett nackt überall rumzulaufen. Sondern wenn ich auf Toilette gehe, ziehe ich mir das an. Oder wenn ich mir Essen hole an einem See, ziehe ich das an und so weiter. Oder wenn du einfach gar keinen Bock auf Bikinis hast, dann trag einen Badeanzug. Wenn du dich da drin wohlfühlst,
dann ist das das Richtige. Und ich finde auch, man strahlt diese Confident aus. Also wenn du dich comfortable fühlst in einem super knappen Bikini und du das auch rüberbringst, dann sieht es auch jeder andere. Wenn du aber zum Beispiel jetzt ein bisschen insecure bist oder extra einen knappen Bikini anziehst, weil du denkst, jeder steht da drauf, jeder findet das cool, aber ich eigentlich finde das gar nicht so nice, dann sieht man dir das an. Dann sieht man, dass du so machst oder dich versteckst oder so. Und das sehen andere Leute. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn andere Leute sehen, wie uncomfortable man in der Situation ist, dann werden die darauf viel mehr aufmerksam und fangen an, darüber zu reden und so. Aber wenn du gar nicht erst so dieses Gefühl rüberbringst, dann sehen die das gar nicht und legen darauf gar keinen Wert und denken nur so, damn, she's wearing the confidence. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr auch noch irgendwelche Tipps habt oder so, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil dann können wir uns auch austauschen. Übrigens, was ich auch sagen wollte, ich feiere es unnormal, also unnormal, wie meine Community ist. Und ich weiß, dass es viele sagen über deren Community, aber ich habe das wirklich im Gefühl und das sehen auch, glaube ich, alle anderen. Wir sind so strong und so positiv. Es ist wirklich, ich weiß jedes Mal, wenn es mir schlecht geht und ich poste es auch, wenn es mir schlecht geht, weil ich nicht den Sinn davon sehe, euch ein Lächeln aufzusetzen und sagen, alles ist so super, it's not. Und that's okay. Ich fühle mich jedes Mal besser, wenn ich das von meiner Seele kriege und ich sehe das, andere Leute genauso strugglen wie ich und ich Nachrichten sehe, Girl, ich war da auch an dem Punkt, keep going, du machst das Richtige, mach das und das, dann geht es mir zum Beispiel besser oder bla bla bla. Weil, wisst ihr sowas? Und ich feiere das einfach unnormal, ich bin unnormal, unnormal dankbar dafür, jeden Tag. Was ich noch sagen wollte, ich will auf jeden Fall mehr zurückgeben, mehr Gewinnspiele machen. Ich muss auch bald wieder meinen Kleiderschrank ausmisten. Und ja. Könnt euch auf Gewinnspiele auf jeden Fall gefasst machen, denn ich will so viel zurückgeben, wie ich kann. Und jetzt will ich auf jeden Fall was essen, because I'm hungry. Ich mache mir jetzt einen Mini-Wrap und zwar mit diesen Wraps hier. Die haben nämlich relativ wenige Kalorien, die sind nämlich auch nicht so groß. Ich habe den jetzt hier auf den Toaster nämlich gelegt. Ich werde mir jetzt eine Tomate schneiden und Mozzarella. Und ich habe jetzt im Kühlschrank hier mein Porridge, das ist mein Shapewear Porridge. Ich esse das halt wirklich die ganze Zeit, deswegen erwähne ich es auch die ganze Zeit, weil ihr wollt wissen, was ich esse. Ich esse das die ganze Zeit. Und ich snacke leider an diesen Erdnüssen. Ich weiß, es soll eigentlich healthy sein, aber that's just reality. Ich esse die ganze Zeit. Ich hasse Nüsse, weil die haben so viele Kalorien. Ich weiß auch nicht, wieso meine Familie die immer wieder kauft. Vor allem die, weil die sind so wie Nicknacks und die schmecken richtig geil. Liebe es so, an so kleinen Sachen rumzusnacken. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. So sieht mein delicious Meal jetzt aus. Alles andere als Instagram-worthy, aber what can you do? That's just how reality is, ne? Esse jetzt Trauben. Besser ich snack an sowas als an weiteren Erdnüssen. Und ich mache mir jetzt noch ein gekochtes Ei. Ich esse die am liebsten hart gekocht. Delish. Liebe das. Ich liebe einfach simples Essen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Sport. Habe gerade das restliche Baguette aufgegessen. Peace out. Bin ziemlich voll gefressen, deswegen sieht man hier auch so geil. Mein Muffin-Top. ja, ich bin um 8, also in anderthalb Stunden. Hallo, can you please focus? In anderthalb Stunden mit Sophie verabredet. Ich gehe jetzt einfach noch ins Gym, weil ich heute sowieso keine Arbeit mehr hinbekomme. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Gehe dann ins Gym, fange ein bisschen an zu schwitzen. Hoffentlich kann ich dann bei ihr duschen. Also wenn ich will auch nicht lange machen. Ungefähr so 45 Minuten, 50 Minuten, wenn es hochkommt, wenn es geil ist, eine Stunde. Wenn ich früher bei ihr bin, ist es sogar umso besser. Können wir früher losgehen, spazieren. Aber ich, ja, fühle mich jetzt einfach motiviert. Auch wenn ich echt einen vollen Magen habe. Es wird jetzt gemocht. Und ich liebe es ja, ist ja mein Hobby, deswegen ist es jetzt nicht so, ich muss ins Gym, sondern mir ist langweilig, deswegen gehe ich ins Gym. Du siehst braun aus. Danke, bin ich auch. Ich habe gehört, wir machen jetzt demnächst die 10.000 Kalorien Challenge. Schon wieder. Doja hat es ja schon mal probiert und es nicht hingekriegt. Machen wir die echt? Ich weiß nicht, wenn du sie machen willst. Also ich kann sie safe nicht machen, das heißt jetzt schon. Okay. Oder weißt du, was wir auch machen können? Dieses 24 Stunden decides the person in front of me what we eat. Bla bla. Ja,
Weißt du, was auch geil ist? Ich habe ja diese Videos geguckt, wo die so Platz swappen. Hä? Diese Twins. Ja. Die changen einfach so Platz. Und dann guckt dieser Drive-In-Person. Die Person guckt dann so. Und so richtig geil. Okay, und was willst du mir dann mal sagen? Das ist auch voll cool. Aber das können wir doch nicht machen, wir sind keine Twins. Ja, die hat es mit ihrem Boyfriend gemacht. Hä? Ja, die hat es erstmal mit ihrer Schwester versucht. Und keiner hat es gemerkt. Und dann hat sie es mit ihrem Boyfriend versucht. Und es war lustig. Ich kann kein Auto fahren. Ja. Willst du dieses 24-Stunden-Ding machen? Ja, können wir machen. So Frühstück, Mittag und Abendessen. Schön, macht eigentlich besser. Okidoki. So Leute, wir sind jetzt am Start beide. Ey, guck mal, du bist heute weiß und ich bin komplett schwarz. Ja, und du bist braun und ich bin weiß. Finde ich witzig. Jedenfalls war ich im Gym, jetzt bin ich bei Sophie. Wir fahren jetzt spazieren. Wir fahren irgendwo hin, damit wir spazieren können. Ja, wir spazieren auch nicht weit. Ja, ein bisschen. Und jetzt fahren wir Cabrio. Geil. Geil. Laute Musik. It's a vibe. It's a freaking vibe, guys. Sowas erinnert mich immer unnormal an Harry Potter. Nein, ich finde, sowas erinnert mich an Twilight. Aber einfach, weil ich Harry Potter nicht geschaut habe. Nein, ich habe einfach nur Trauma von diesem komischen Ding, was aussieht wie so ein Erdmännchen mit so Riesenohren. Dieses Dobby-Ding. Dieses Dobby-Ding. So Leute, wir sitzen hier bei diesem Aussichtspunkt. Wir gehen jetzt auch gleich wieder, weil... Dork. Hä? Stell dich doch hin, dann sieht man besser. Weil so haben wir nur den Baum in der Fläche. Looking pretty here. Ja. Guck mal hier. So, hier kann man richtig gut ein- und ausatmen. Also, ich bin jetzt wieder in meiner Hut. Ich bin jetzt bei der anderen Sophie. Stehe jetzt vor der Tür. Ich gehe zu der rein. Meine Haare sehen deliziös aus. Wir wollen einfach noch ein bisschen chillen. Und ja, that's the freaking plan. Ich laufe jetzt auch immer übrigens die Treppen hoch, weil ich dankbar bin, dass ich Treppen hochlaufen kann und ich keine Knieverletzung im Moment habe. Und es ist gut ist for your body. Ja. So Leute, ich sehe aus wie die reinste Katastrophe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Vlogs haben wollt. Ich weiß, heute war jetzt nicht so der Shit. Aber es war basic, es war real, es war nicht geplant. So, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!